Hi und herzlich willkommen auf dem Coffee Circle YouTube Kanal. Auf diesem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Kaffee. Und wenn ihr Kaffee trinkt, dann kennt ihr sicherlich auch dieses Teil hier, die Chemex. Die Chemex ist nicht nur ein absoluter Hingucker, sondern produziert auch einen exzellenten Kaffee. Heute zeigen wir euch, wie ihr Kaffee mit der Chemex macht. Dem V60 wahrscheinlich am allermeisten, denn sie ist auch eine Pour-Over-Methode und hat einen Papierfilter. Doch der Papierfilter der Chemex ist ein deutlicher Unterschied zum V60. Wir haben hier ein dickeres Papier, auf einer Seite sogar drei Lagen und es ist feinporiger. Den Papierfilter müsst ihr nicht falten. Er ist vorgefaltet und ihr müsst lediglich eine Lasche hier öffnen und die Seite mit den drei Papierlagen nach vorne gerichtet in die Chemex setzen. Nach vorne bedeutet dort, wo hier dieser kleine Spout ist, wo der Kaffee danach dann rauskommt. Wir verwenden heute die 6-Tassen-Version. Es gibt auch eine 9-Tassen-Version und eine 3-Tassen-Version von der Chemex. Wir machen es heute mal mit der mittleren Variante. Unterscheiden sich aber im Prozess eigentlich nicht wirklich. Gut, während das Wasser hier aufkocht, können wir einmal unseren Kaffee mahlen. Beim Mahlgrad wählen wir einen mittleren bis groben Mahlgrad. Nicht ganz so grob wie bei der French Press, nicht ganz so fein wie bei einem V60. Irgendwie was dazwischen. Und da wir bei der Chemex sehr dickes Papierfilter haben, empfehlen wir auch, den Papierfilter wirklich großzügig auszuspülen. So, das heiße Wasser können wir nun einmal ausschütten und achte darauf, dass das Papierfilter nicht in den Ausgang gelangt. Es sollte immer frei bleiben, sonst entsteht ein Vakuum hier drin. Ich habe einmal 38 Gramm Kaffee vorbereitet. Wie gesagt, mittel bis grober Mahlgrad. Jetzt geben wir hier alles in die Chemex rein. Dann können wir einmal das Kaffeebett gerade klopfen und dann einmal das Wasser bereithalten, 96 Grad Celsius habe ich hier und den Timer starten. Wir beginnen hier mit einer Blooming-Phase, man kann hier auch so eine kleine Kuhle reinmachen und blumen den Kaffee für 30 bis 45 Sekunden. Da wir 38 Gramm Kaffee in der Chemex haben, werden wir ungefähr das Doppelte an Wasser hier fürs Blooming verwenden, ungefähr 70 Gramm. Starten den Timer und achten darauf, dass wir einmal hier das gesamte Kaffeebett einmal nass machen. Bisschen mehr als 70 Gramm ist auch okay. Bis zur dreifachen Menge ist absolut in Ordnung. Dann können wir hier einmal großzügig schwenken, damit auch das ganze Kaffeepulver komplett mit Wasser bedeckt ist. So, jetzt entweichen hier die letzten CO2-Gase. Deswegen sieht man bei wirklich frischem Kaffee vor allem auch die kleinen Bläschen und das Blubbern im Kaffeebett. Das lassen wir jetzt einmal bis 45 Sekunden so stehen. Sobald wir die 45 Sekunden erreicht haben, geben wir 60% des Endgewichts, der Endmenge, auf den Kaffee. Da wir hier 600 Milliliter Kaffee am Ende haben wollen, geben wir hier 360 Gramm bzw. Milliliter Wasser in der ersten Phase auf. Von der Technik her relativ ähnlich zu einem V60, einfach in Kreisbewegungen den Kaffee aufgießen. Am Anfang bei diesem ersten Pour könnt ihr relativ kräftig das Wasser eingießen, nicht zu viel, wir wollen jetzt kein Tornado hier drin erzeugen. Und beim zweiten, dazu kommen wir jetzt, werden wir etwas sanfter den Kaffee, das Wasser eingießen. Auch in Kreisbewegungen, nichts Verrücktes. Wir können das in drei Phasen oder auch in zwei Phasen machen, da kann man wirklich mit spielen. Ich mache das jetzt hier in drei Phasen insgesamt, das war jetzt die zweite. Lass das jetzt noch kurz stehen, bis 2 Minuten und 15. Und dann geben wir das restliche Wasser rauf, bis wir 600 Gramm erreichen. Und zwar jetzt bei 2 Minuten 15. Auch hier wieder relativ sanfte Kreisbewegungen. Von der Mitte nach außen, so in der Spiralform, bis wir 600 Milliliter erreichen. Man kann auch hier in die Mitte zum Beispiel ganz sanft das Wasser eingießen. Da gibt es verschiedene Methoden.
zack, 600 Milliliter. Der Kaffee sollte zwischen 4 und 5 Minuten insgesamt laufen. Ist der Kaffee zu langsam gelaufen, also mehr als 5 Minuten, dann habt ihr zu fein gemahlen. Ist er zu schnell gelaufen, dann habt ihr dementsprechend zu grob gemahlen. So, nachdem der Kaffee etwas heruntergelaufen ist, können wir hier einmal 1, 2 ganz sanfte Swirls machen. Dann lassen wir den Kaffee noch etwas weiter runterziehen. Es sollte jetzt keine schnelle Bewegung im Kaffee sein. Und jetzt kann man hier, weil wir hier am Rand auch Kaffee haben, kann man auch einen kleinen Swirl mit der gesamten Chemex machen, sodass wir auch den gesamten Kaffee extrahieren. Jetzt lassen wir den Kaffee stehen und lassen ihn brühen und trinken unser Wasser. Und egal, wie cool eure Tasse ist, meine ist definitiv die coolste von allen. Eine Chemex-Tasse. Auch bei uns erhältlich im Shop. Link in der Infobox. Wir sind jetzt durch mit dem Brühvorgang und entfernen einmal hier den Papierfilter samt Kaffee. Geben dem Kaffee einmal einen Schwenker, dass er sich gut vermischt. Und können hier einmal wenig Kaffee in unsere Tasse gießen. Der Kaffee aus der Chemex ist natürlich optisch nicht nur klar, sondern auch vom Geschmack her, da wir durch das dicke Papierfilter relativ viele Öle auch herausfiltern. Schön. Man hat ein relativ dünnes Mundgefühl, nicht so viel Körper wie bei anderen Brühmethoden wie der Aeropress, der French Press oder bei einem Espresso. Dennoch aber eine sehr schöne Brühmethode. Etwas aufwendiger, ehrlich gesagt, und vielleicht nicht für jedermann geeignet, da das Brühen immer etwas aufwendiger ist als mit anderen Brühmethoden. Außerdem ist die Reinigung der Chemex natürlich auch nicht ganz so einfach. Die Holzmanschette ist auch so ein kleines Manko, sieht zwar super aus, aber auch etwas fummelig in der Handhabung. Aber wenn es um den Geschmack geht und um die Optik, da kann die Chemex auf jeden Fall punkten. Nicht ohne Grund eine der beliebtesten Brühmethoden mit einem super klaren, schönen, süßen, ausbalancierten Kaffee am Ende. Und wir haben auf jeden Fall immer Freude mit der Chemex und können sie auf jeden Fall empfehlen. In diesem Sinne, cheers! Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da. Stellt eure Fragen auch gerne in den Kommentaren, wir beantworten sie gerne. Lasst dem Video ein Like da, abonniert unseren Kanal für weitere Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.